Wir können sehr stolz sein drauf, dass wir da Pioniere waren. Am Anfang vielleicht nur ein bisschen belächelt, naja, die Österreicher dumm und so, wissen wir eh schon. Österreich war in einer Pionierrolle, auch Global 2000, auch die Bauern, die Tierschützer, die Kirchen, die hier mitgeholfen haben am Volksbegehren. Und das hat weit über die Grenzen hinausgestrahlt. Wir haben damals wirklich eine Führungsrolle in der Frage der Gentechnikfreiheit in der Landwirtschaft übernommen, auch auf EU-Ebene. Wir sind damals eigentlich ein bisschen belächelt worden von vielen. Das erste Hearing zu einer Freisetzung von einer gentechnisch veränderten Kartoffel waren original drei Leute im Büro, weil alle anderen waren in Lambach besetzen. Ich kann mich erinnern, auch wie wir da mal im Waldviertel dann auf einem Kartoffelfeld gestanden sind und es das Gerücht gegeben hat, da gibt es tatsächlich erste Feldversuche schon in Österreich. Da haben wir den Tipp gekriegt, dass irgendwer illegal freigesetzt hat. Das war dann eigentlich der Todesstoß für die Gentechnik in Österreich. Und es war dann gar nicht so einfach, dieses konkrete Feld zu finden. Wir haben da Journalisten mitgehabt, wir haben Fotografen mitgehabt. Und ich meine, ein Feld schaut aus wie das andere. Und wir waren eigentlich bis zum Schluss nicht ganz sicher, da haben wir die ZIP empfangen und ich weiß nicht, wer alle gekommen ist mit Kameras und wir wirklich am richtigen Feld stehen. Später dann, als das Thema wirklich schon heiß war, hat es dann auch Besetzungen gegeben. Da waren dann Firmen, die bisher immer im Verborgenen gearbeitet haben und die dann plötzlich damit konfrontiert waren, dass Dutzende Aktivisten Transparente aufgehängt haben. Und da war am Anfang völliges Unverständnis, auch von Seiten des Lebensmittelhandels. Wir haben halt versucht zu mobilisieren und der Erfolg ist dann weit über unseren Erwartungen geblieben. Es sollte nicht irgendein Volksbegehren werden, sondern vielleicht sogar das erfolgreichste. Es ist dann das zweiterfolgreichste geworden. Und ein Schlüsselteil dazu war, dass wir eine überraschende Allianz gebildet haben. Global 2000, die Umweltbewegung, gemeinsam mit den Bauern, gemeinsam mit der katholischen und der evangelischen Kirche und den Tierschützern, alle haben gemeinsam an einem Strang gezogen und gesagt, wir wollen nicht, dass Gentechnik in Lebensmittel oder in der Landwirtschaft Einzug hält. Wir waren natürlich vollkommen überwältigt von diesem Vertrauenszuspruch. Es waren dann viele, die uns sehr skeptisch gegenübergestanden sind, aus der Wirtschaft, aus der Industrie, aus der Politik, waren dann plötzlich auf unserer Seite, weil klar war, die Konsumenten sind sensibilisiert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es hier nie eine Freisetzung gegeben hat und ich glaube auch nie eine geben wird. Das hat eine eindeutige Willenskundgebung und eine eindeutige öffentliche Meinung gegeben. Letztlich konnten wir hier wirklich einen Durchbruch erzielen, dass wir mit dem Beschluss der Gentechnikfreiheit im Anbau mit einem Verfassungsgesetz in Österreich das durchsetzen konnten. Unsere Gegner schlafen nicht, die bemühen sich ja auch irgendwie besser und weniger leicht entdeckbar zu werden. Natürlich ist der Gentechnikmarkt ein unglaublich großer Markt, da geht es um Milliardenbeträge und es gibt immer wieder Versuche, die Gentechnik durch die Hintertür sozusagen wieder unterzuschmuggeln unter unsere Produkte und da muss man wachsam sein. Da gibt es natürlich mit der Genschere jetzt ein neues Instrument, wo man sehr, sehr aufpassen muss, dass einem da die Gentechnik nicht einfach untergeschoben wird und man kriegt es gar nicht mit und es kriegt gleich so einen Unbedenklichkeitsstempel von Anfang an. Hier müssen vor allem auch die neuen Züchtungstechniken, die ein bisschen im Verdacht sind, sozusagen die Gentechnik über die Hintertür wieder in die Landwirtschaft einzubringen, klar auch registriert werden. Es ist eine große Zwischenetappe gelungen seinerzeit, aber die eigentliche Auseinandersetzung, in welche Richtung geht die Landwirtschaft weltweit, auch in Europa und in Österreich, die liegt noch vor uns.